Hallo Sportsfreunde und willkommen zum Bundesliga-Prognose zum 16. Spieltag. Die WM ist vorbei, die Bundesliga steht wieder kurz vor den Startlöchern. Ja, morgen ist es endlich wieder soweit, die Bundesliga startet in den 16. Spieltag. Ja, die Rückrunde ist ja noch nicht vorbei ganz, es sind noch zwei Spieltage, einmal jetzt am Freitag, Samstag und Sonntag und dann glaube ich nochmal am Dienstag, Mittwoch, glaube ich. Ja, es ist eine ordentliche Packung Fußball, gibt es nächste Woche auch. Ja, wird spannend und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Prognose an diesem 16. Spieltag. Ich würde sagen, Leute, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne einen Daumen nach oben da, so wollte ich sagen. Lasst gerne ein Abo da und schaut auch gerne auf meinem Zweitkanal noch vorbei. Ja, da gibt es auch ein paar Videos. Und ich würde sagen, wir starten aber jetzt wirklich direkt rein mit dem Freitagsspiel. Und das ist RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Bayern München, ja, hat zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade aufnehme, gerade eben die Verpflichtung von Jan Sommer bestätigt. Ja, neuer Keeper beim FC Bayern. Kein Neuer, weil Neuer ja sich den Unterschenkel gebrochen hat. Ja, im Urlaub nach der WM, ja. Da brauchten wir einen richtig guten Keeper. Und den haben wir jetzt halt mit Jan Sommer. Ja, und das direkt gegen RB Leipzig. Und ich bleibe bei meinem Tipp trotzdem. Auch für Ulreich im Kasten gestanden, hätte ich genau das gleiche getippt. Und zwar Sieg für die Bayern. Ja, und Jan Sommer wird eine Maschine bei uns. Mit seiner 27-Nummer. Auf dem Rücken. Dann haben wir die Samstagsspiele. 15:30 der VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg. Ja, die Freiburger immer noch gut dabei und ich würde sagen, die machen genauso weiter wie bevor die WM war und die siegen auch gegen VfL Wolfsburg. Also Sieg Freiburg. Dann haben wir die Eintracht gegen, ja, den FC Schalke 04, die was höchstwahrscheinlich absteigen werden, wenn sie so weitermachen. Auch in dieser Transferphase ist eigentlich nur Abgänge oder halt, ja, wir leihen Spieler weiter aus. Ja. Und dann am Ende der Saison steigen wir ab und verlieren trotzdem 15 Spieler. Egal was passiert. Ob sie bleiben oder auch absteigen, 15 Spieler werden sie höchstwahrscheinlich wieder verlieren. Ja, weil sie bei vielen keine Kaufoption haben. Ja. Aber naja, dann kommen wir jetzt wirklich zu dem Spiel. Eintracht Frankfurt gegen Schalke. Und das Spiel gewinnt leider, muss man sagen, Eintracht Frankfurt. Auch wenn ich Frankfurt gönne, aber Schalke gönne ich auch, dass sie mal wieder einen Punkt holen. Mindestens. Da haben wir VfB Stuttgart gegen Mainz 05. Ja, und ich habe jetzt lange gestruggelt, ob ich jetzt ein Unentschieden mache oder, ja, den Sieg für Mainz, den ich auch tippe. Ja, erstens habe ich habe lange gestruggelt, wirklich. Ja, deswegen Sieg Mainz. Dann haben wir VfL Bochum gegen die Hertha. Ja, und das wird ganz schnell ein Unentschieden. Wenn ich sogar ein Sieg für VfL Bochum. Dann haben wir die Eisernen, Union Berlin gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Und das wird ganz einfach, ganz schnell ein Sieg für Union Berlin. Ja, schreibt mir gerne mal eure Tipps in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Oder macht doch gerne mal beim Tippspiel noch mit. Ja, auch wenn ihr jetzt halt gefühlt schon fast die Hälfte um ist. Aber ihr könnt trotzdem mitmachen. Ja, dann haben wir das Topspiel der Woche und das ist der erste FC Köln gegen den SV Werder Bremen. Die Bremer natürlich immer noch gut drauf auf Absteiger, als Aufsteiger, nicht als Absteiger. Ja, stehen ja weit oben oder Mittelfeldplatz, ich weiß es gerade nicht. Ich hab die Tabelle gerade nicht mehr vor Augen, aber das ist wurscht. Ich sage trotzdem Sieg für den SV Werder Bremen. Dann kommen wir zu den Sonntagsspielen. Das ist einmal Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Und das, ja, wird eigentlich auch eine einfache Sache. Dortmund gewinnt dieses Spiel. Auch wenn es gegen Augsburg immer schwer wird. Aber ich sage trotzdem, Sieg Dortmund. Dann haben wir Borussia Mönchengladbach, die ihren Stammkeeper ja verloren haben. Einen neuen direkt schon geholt haben. Ja, mit Omlin. Und spielen gegen Bayer 04. Leverkusen. Ja, 17:30 und ich sage trotzdem Sieg für Bayern 04 Leverkusen. Sorry Markus. Aber naja, Leute, das war's mit
ja, dieser Prediction zum 16. Spieltag. Ja, wie zufrieden seid ihr? Wie zufrieden wärt ihr, wenn es alles so ausgehen würde, wenn ich's wie ich es predicted habe? Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Verpasst nicht, ja, auf dem Zweitkanal gerne vorbeizugucken. Ja, findet ihr hier irgendwo auch eingeblendet immer. Jetzt schon. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Tuvas. Wir sehen uns bei der nächsten Prediction. Ciao, ciao.